So, ich hätte gerne mehr Fabriken. Dann fange ich jetzt doch schon mal ein bisschen mit dem Sortieren an, was ich eigentlich erst später machen wollte. Und zwar indem ich jetzt sage, dass das hier, blau war oben, ne? Ja. Das hier sind alles Drahtfabriken. Die stellen alle Draht her. Draht. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Und die hätten alle gerne Kupfer. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Ich brauche mehr schnelle Ärmchen. Haben wir noch welche auf Vorrat? Ja. So. Den kriegen die nochmal blaue Kisten. Weil ich glaube, sie mussten mehr... Ups. F. Sie mussten mehr reintun als rausholen. So, also Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Die hätten jetzt alle gerne 200 Kupferplatten. Das wird nicht hinhauen, also müssen wir diese Kupferproduktion gleich weiter ausbauen. Warum hatte ich die im Inventar? Weg mit euch, genau. Macht eure Aufgaben da. Unsere Kupferproduktion müssen wir gleich ausbauen. Aber dann hätten wir hier schon mal Draht. Dann kann ich diese Drahtfabriken, die hier zwischendrin sind, rausnehmen und irgendwas anderes herstellen lassen. Und die füllen sich ganz langsam. Bitte stell her 4 rote Kisten. Die kommen dann da jeweils hin. Und hier auf der anderen Seite, ich denke später werde ich dann nochmal Drahtfabriken hinsetzen müssen. Ich bin eigentlich versucht, die Flüssiggeschichte hier zu überspringen. Gibt es Draht, den man gießen kann? Nee, aber es gibt Kupferplatten, die man gießen kann. Wire Mold. Doch, man kann Kupferdraht gießen. Na, braucht 0,4 statt 1. Also 60% besser. Das ist doof. Ich will nicht mit Flüssigkeiten arbeiten. Hiermit kann man die Öle alle transportieren, aber nicht die Metalle. Ich hätte gern Fluid Handling für die flüssigen Metalle. Dass auch Roboter das tragen können. Nee. Wie viele Roboter haben wir inzwischen? 116. Schaffen es immer noch nicht. Aber wir sollten das langsam hinbekommen. Wobei ich expandiere zu viel. Also ich baue so viele neue Sachen, wo Roboter gebraucht werden, dass Skynet gar nicht hinterherkommt. Aber es sieht schon so wuselig aus, wie wir das aus den alten Staffeln kennen. Das ist gut. Mir ein bisschen Stahl. Okay. Du kannst aufhören zu arbeiten. Gib mir all das, gib mir all das. Und mach das hier mal weg. Das heißt, du bist jetzt eine leere Fabrik. So, das Ärmchen kurz weg. Was hat noch was in der Hand gehabt? Eine leere Fabrik hier. Zack. Du. So. So. So, eine leere Fabrik hier. Die könnt ihr dann zum Beispiel später irgendwelche anderen Zahnräder herstellen oder so. Hier hinten waren auch noch Drahtfabriken. Auch bitte aufhören. Und Kupfer. Gib mir all dein... So, wir haben schon all das Kupfer. Gut. Das schmeiße ich jetzt von Hand oben rein, damit die ein bisschen ausgelastet sind, die Roboter. Du kriegst jetzt mal 800. Oder nicht? Meinen schönen Stahl. So. Ah, sieht doch mal schick aus. Also, hier ist unsere Drahtproduktion. Jetzt mehr Kupfer. Dafür werden wir Drills brauchen. Baudrills.
grüne Chips. Immer grüne Chips. Warum sind es immer grüne Chips? Lampen gehören inzwischen runter. So. Ja, es sind immer grüne Chips. Ich sollte also auch mehr grüne Chipfabriken bauen, mehr rote Chipfabriken. Und gelbe Fabriken. Das wäre auch noch so ein Punkt. Da würde ich auch noch Platz sparen. So, dich mal freilassen. Licht, Licht. Ich probiere jetzt erstmal hier. Oh, Power Ammo ist fertig. Also, erforscht. Dann erforsche jetzt bitte den Fusionsreaktor. Und das müsste mit dem blauen Tränken gerade noch so hinkommen. Research. So, du machst jetzt grüne Chips. Shift rechts, Shift links. Dafür kriegst du auch wieder Kisten. Bau mehr Kisten. Ärmchen rein, Ärmchen raus, Ärmchen rein, Ärmchen raus. Auch hier müssen wir vielleicht auf die schnelleren umsteigen. Du hättest gerne Eisenplatten. 50. Draht. 200. Ja. Kisten brauchen noch. Dann kann ich die Fabrik wegmachen. Ich kann die Fabrik wegmachen. Wir hatten echt nur zwei grüne Chipfabriken. Es ist so klar, dass es niemals geklappt hat. Also kurzfristig hatten wir einen Überschuss an grünen Chips, aber das war echt kurz. Das sollte nicht so häufig wieder auftauchen. So, sind meine Mining Drills fertig? Ja, setz die bitte hinten beim Kupfer irgendwo hin. Haben wir auch die Furnace? Wir haben da eine Electric Furnace, aber wir haben keine Smog. Oh Gott. Ja, guck ich gleich. Die Basis muss da weg. Wir müssen die Basis irgendwie knacken. Eventuell mit der Power Armor. Mal schauen. Oder nur schon mit Türmen. Erst dann brauchen wir mehr Kupfer. Kommen was wolle. Ich würde ungern diese billigen Dinger da nehmen. Ja, dann mach so. So. Fehlt ein Fließband, ernsthaft. So, okay. Können wir noch schnell so ein Electric-Ding bauen? Das ist schnell ist was anderes. Du kriegst auch noch die da. Also es ist jetzt schon mal ein Ding ins Bummens, das schneller arbeitet. Du brauchst auch noch schnelleren Furnace. So werden wir auf keinen Fall vier Drahtfabriken befüttern können. Warum ist hier Kupfer... Ja. Das ist komisch. Warum war da Kupfererz drin? Oh, du hast keine Pollution-Dinger drin. Schande, Schande. Weh mir und so Zeug. Gib mir Kupfer. So. Wow, Pollution-Module. Ja, und wie ihr sehen könnt, die Basis hier, die ist gleich am Schnüffeln. Also ich weiß nicht, ab wann sie schnüffelt. Ich denke mal, diese roten Felder müssen auf einem Spawner sein. Also auf einem Chunk mit einem Spawner. Und dann schnüffeln sie und die werden stärker. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir absolut nicht. Hier ist ja momentan wahrscheinlich alles ruhig. Das kann ich auch nicht wirklich sagen. Das könnte ich erst sagen, wenn ich genug davon hätte, die ich jetzt auch mal wieder baue, auch wenn sie viel Strom fressen. Aber ich muss wissen, was um meine Basis rumgeht, damit ich weiß, ob irgendjemand heimlich irgendwo am Schnüffeln ist. Während ich sie eigentlich schon zerstören könnte. Also wenn jetzt irgendwo so eine kleine Mini-Einer-Spawner-Basis auftaucht und anfängt zu schnüffeln, dann kann ich sie ja wegpusten. Ich muss nur wissen, dass sie überhaupt da ist. So. Achso, Drahtfabrik da hinten.
Du, aufhören zu arbeiten. Her damit, her damit. Weg damit. Hier ist alles am Rotieren. Achso, ich habe euch nicht beschränkt, ne? Okay, auf 3 beschränken. 3 beschränken. 3 beschränken. 3 beschränken. Warum? Weiß ich gerade nicht. Ist einfach nur so ein Gefühl. Theoretisch könnten wir einfach alles in Draht umwandeln, ne? Naja, fast alles. Das Ding da braucht zum Beispiel Kupferplatten. Nee. Du, blaue Kiste da, Shift rechts, Shift links. Und rote Kisten, hatte ich nicht auch angefordert? Mal auch rote Kisten. So, was wollten wir noch alles machen? Ich wollte noch, genau, die Liquid Händler schon mal hinstellen. Den und den. Ihr macht bitte beide Sand. Sand. Kommen hier die Kisten hin. Ja, du hättest gerne auch 200 wie deine Kollegen da links. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. So, so. Das heißt, ich muss jetzt nur noch hier rausgehen und oben eine Kiste hinsetzen, richtig? Theoretisch könnte ich in eine Pollution Module reinhauen, aber... Nee, 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 nee. Ja, okay. Du, dahin. Shift rechts, Shift links. Jetzt ist es an den Robotern, das alles zu füllen. Achso, und die Rohre dazu, Rohre dazu. Dann sollten die auch langsam anfangen zu arbeiten. Ja, schau gut aus, schau gut aus. Komm, befüllt den da. Er ist wichtig, der hat noch gar nichts. Irgendwie scheinen sie von unten nach oben arbeiten zu wollen. Aber ja, die sind jetzt in Betrieb. Stromnetz sieht aber immer noch nicht wirklich toll aus, weil wir halt immer weiter expandieren, immer mehr Maschinen bauen, dementsprechend immer mehr Energie brauchen. Also wird das hier auch nicht reichen. Bei weitem nicht. Aber das ist ein Problem für später. Noch haben wir da nicht so viele Lasertürme. Genau hier. Wir brauchen Chips, wir brauchen ganz viele Chips. Bau, bau. Bau bitte mehr Fabriken. Schränk dich mal auf 4 Stacks. Werden wir wahrscheinlich eh nicht hinbekommen. So. So. Blau. Shift rechts, Shift links. Ich glaube, ich baue jetzt echt gleich Fabriken, die Kisten bauen und beantrage dann die Logistikkisten. Als nächstes bitte Logistik-Slots, Gerogon in der Zukunft, wenn du es nicht vergessen hast. Das wäre echt super. So, du stellst bitte her. Golden Chips. Oh, und Pollution-Module für alle, da war auch noch was. Pollution. Habe ich schon was? Nee, habe ich nicht. Du. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Shift rechts, Shift links. Da tauchen sie auf. Okay. Das heißt, Roboter haben wir inzwischen 119. Die sind jetzt ein bisschen ausgelastet wegen den Gib mir Kisten füllen hier unten. Mit dem Stein und so. Aber ich hoffe, das beruhigt sich irgendwann. Und dass die hier durchgehend arbeiten können. Sie durchgehend Kupf. Achso, ihr seid schon alle voll, ne? Ja. Dann schnappt ihr mal den Überschuss, wenn jemand da ist. Schmeißt den links rein, um die Roboter zu entlasten. So, sehr gut. Pollution-Modul, Pollution-Modul, Pollution-Modul. Mehr Pollution-Module. Sieht soweit schon mal ganz okay aus. Wie ist das mit der Geschwindigkeit? Ne, ist nicht schnell genug. Okay. Die rein Dinger müssen schnell sein. Die raus Dinger
nicht, ne? Genau, weil da können mehrere drin sein, in dem Ausgangsslots. Ja, das ist okay. Dann... davon noch welche. 42 Sandmauern. Reicht jetzt nicht so wirklich. Ah, gut. Das Ding da ist immer noch nicht komplett gefüllt. Oh Mann. Ja. Achso, die Radar-Dinger wollte ich auch noch setzen. Da, die machen auch Pollution, richtig? Nee, machen sie nicht. Das ist gut. Das ist ja gut. Also ich kann sie auch hier in der Nähe der Feinde hinsetzen. Und Portable Fusion Reaktor ist fertig. Sehr gut. Dann erforscht doch bitte als nächstes die Gehhilfe. Eigentlich sind die Schilde wichtig, aber ich weiß nicht, ob wir genug davon haben. Das schaut gut aus. Ja, machen wir das. Genau, und die beiden sind jetzt auch noch am Scannen. Um schneller was zu finden. Strom ist noch okay, aber ihr seht schon, die springen ganz schön schnell hoch hier. Die Paraderschüsseln da. Ja, okay. Gib mir zurück. Piep. Hier hätten wir gerne eine davon. Shift rechts, Shift links. Kriegst auch einen kleinen Kickstarter von mir. So. So. Vier grüne Chips. Was sagt das Logistiksystem? Im Logistiksystem tauchen trotzdem noch keine grünen Chips oben wirklich irgendwie auf. Also wir bauen keinen Puffer auf. Wir verbrauchen sie schneller, als wir sie produzieren. Stimmt das? Was sagt P? 48 die Minute, 34 die Minute. Eigentlich müssten wir einen Überschuss haben. Er taucht nur noch nicht auf, weil noch nicht genug Zeit vergangen ist. Okay, also heißt es einfach nur warten. Das gleiche bräuchten wir jetzt für Rot. Also nicht unbedingt 4, aber mindestens eine zweite. Licht gehört runter. Ich habe wieder irgendeinen Roboter aus der Luft gepflückt. So. Bau mir bitte mehr Fabriken. Da und da. Nicht so nah dran. Da und da. So, du hättest gerne das, was die Roten gerne hätten. Weil du bist ein Roter, ohne es zu wissen. Jetzt bist du einer. So. Und du genauso. Shift rechts. Shift rechts, Shift links. Und mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Damit da auch wieder ein Überschuss kommt. Aber wie gesagt, erstmal nur zwei. Zwei sollten eigentlich okay sein bei 4. Mal schauen. Wenn wir es mit den blauen Chips jetzt wirklich anfangen, werden wir ein Problem haben. Dann brauchen wir noch mehr rote. Und wir brauchen die blauen Chips, um die Power Armor zu bauen. Und das wäre ja mein nächster logischer Schritt. Schauen wir dann mal. Aber ich mache mir echt Sorgen um die Pollution. Ich expandiere so dermaßen viel, aber es macht einfach Spaß, das Ganze jetzt aufzubauen. Aber das wird nicht lange gut gehen. Es muss nur noch ein, zweimal ticken und wir haben ein Problem. Deswegen bau bitte Pollution-Module und in der nächsten Folge gehe ich weiter alle Fabriken durch und versuche die Pollution so ein bisschen runterzutreiben. Und wir hatten Bäume gebaut, die würde ich auch gerne setzen. 126 Stück. Das ist der Plan für die nächste Folge. Also bis gleich.